Da ist aber heute einer müde. So, wir haben heute das Türchen Nummer 12. Machen wir mal auf. Stellen wir mal runter. Machen wir mal diesen. Hadi, Schatz. Ja, der Hadi hat gerade geschlafen, das heißt, der Hadi, der ist noch sehr müde. Kennt ihr das, wenn ihr aufsteht und erstmal esst? Oh oh, da ist doch noch jemand müde. Was ist denn das? Der hat auch die ganze Zeit geschlafen. Den habe ich nämlich vorhin hier abgelegt und hat bis jetzt nicht ausgeruht. Und jetzt ist er wach. Golden Salon. Das ist aber stark. Baby. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und Bi-Adventskalender von Kalea. Ich hab so Sodbrennen, ich hab schon wieder die 2 Millionen Scoville Mark Gebauer Soße auf meine Nuggets gemacht, weil die muss man ja mal verbrauchen. Das merkst du so richtig dann. Stunden später in der Speiseröhre. Erstmal guck mal wieder auf Pupsis Adventskalender Türchen von Karls. Da steht nämlich hier: Naschen bringt Gemütlichkeit, darum nehme ich statt einem 2. Also bis jetzt waren die Sprüche immer höchstes Niveau. Jetzt ist das hier übelst das Reim Nutzreim, Zweckreim, Massaker, keine Ahnung. Hier sind Fruchtmix Bonbons drin, also lauter süßes Zeug. Und das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist das hier, ein Salon, was ich nicht lesen kann, mit 4,6% in einer grünen Flasche, was auf jeden Fall sehr cool aussieht. Einfach nur schäbiger Kronkorken, sieht aus wie beim Oettinger, ne? Dann habt ihr hier aber schön so eine Banderole drum, sage ich immer. Da ist hier so eine Stadt abgebildet, ein Marktplatz oder ein Fabrikgelände, ich weiß es nicht. Anno 1848, das sieht eigentlich ganz cool aus, macht also was her. Fürs Auge würde ich 4 Punkte geben. 4 Punkte. Grüne Flasche, 4 Punkte, alles. Was steht jetzt hier hinten drauf? Da ist extra, weil du nichts lesen kannst, nochmal ein deutsches Etikett drüber geklebt, wo dort steht: Salon helles Bier, produziert von Petzky, Sefötze, Zerte, Pex, Alkomani, U94, Ungarn. Ist also ein ungarisches Bier. Wer hätte es gedacht, an einem kühlen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 4,6% haben wir jetzt hier in diesem ungarischen Bier vereint, weil der Ramses gleich wieder weint. Da haben wir jetzt auf jeden Fall Karls Erdbeerhof übertroffen mit unseren Bonusreimen, die wir hier eingebracht haben. Öffnen mal das Bier. Also 4 habe ich fürs Etikett gegeben. Im Nachhinein betrachtet eigentlich viel zu viel, eigentlich hätte es ein 3 sein müssen. Aber wir lassen jetzt die 4 stehen, weil Salon finde ich cool und diese Schnörkelschrift und dass es einfach kein deutsches ist. Das hat mich jetzt überzeugt. Das hat zwar nichts mit dem Design dann zu tun, aber egal. So, wir schenken wieder ein, wir haben auch schon das Thumbnail-Bild gerade gemacht. Das seht ihr immer, wenn die Augen so hoch gehen. Grüne Flasche. Ich denke, Bier aus grünen Flaschen schmeckt immer nach Gras. Wie beim Becks, der typische Becks-Geruch, ne? Wenn einer an dir vorbeiläuft, entweder haben sie Becks getrunken oder einen Dübel in der Hand. Das ist immer das Gleiche irgendwie. So, jetzt stellen wir es mal dahin. Halten es mal hoch. Haben ein ganz kleines Krönchen. Haben ein relativ klares Bier. Mit einer relativ guten, kräftigen, gelben Farbe. Wenn wir es so rumdrehen, sieht man das auch nochmal. Ja, oh mein Gott. Eigentlich hätten wir jedes Bier einmal so in die Kamera halten müssen, dass man das besser sieht. Reicht für mich trotzdem nur für eine 3. Es ist für mich schon fast so Standard gewesen. Die Farbe müsste kräftiger, dunkler sein und die Klarigkeit müsste noch geklärt werden. Also es müsste noch ein bisschen klarer sein. Schwimmt wieder Zeugs drum.
sehe überall auch meine Fingerabdrücke mittlerweile auf dem Glas, aber geht auf jeden Fall besser. 3 für Farbe. Geruch? Mir fehlt diese typische Biernote. Ich rieche einen leicht säuerlichen Geruch. Jetzt wird es süßlich, nachdem wir das Säuerliche weggeschnüffelt haben. Und jetzt rieche ich gar nichts mehr. Also der Geruch hat sich so schnell verflüchtigt und ist ins Nichts ausgewandert. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dafür gibt es keine 5 Punkte, keine 4 Punkte. Da kannst du, weil du kannst schlechten Geruch haben. Das geht aber besser. Wir machen 3, weil der sich dann verflüchtigt. Ne? Aber erstmal interessant gerochen hat, sich verändert hat und dann weg war. 3 Punkte für Geruch. Kommen wir noch zur Kostprobe. Ja, das schmeckt jetzt wieder komplett anders als alles andere. Da ist nichts Herbes, da ist nichts Bitteres, da ist nichts Saures, da ist nichts, was nach unten zieht, da ist nichts, was nach oben geht, also... Das müsste von dem Weg her eigentlich ein gut trinkbares Bier sein, weil du trinkst das so. Es hat eine leicht bierige Note, wie ich mir Bier vorstelle, aber diese ganzen Störfaktoren bleiben aus. Es wirkt aber auch etwas leicht. Wenn es irgendwie noch ein bisschen kräftiger wäre vom Geschmack, rein der eigentliche Geschmack, dann wäre es sogar eine 5. So, weil der Geschmack trotzdem relativ dezent gesetzt ist, ohne Störung, geben wir eine 4. Kann man gut trinken, ist ein gutes Trinkbier für nebenbei, aber irgendwie fehlt was, dass das noch ein bisschen mehr Wow-Effekt hat. Also 4, 3, 3, 4 müsste die Bewertung, glaube ich, sein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Saloon. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. In diesem Video sind keine Kinder zu Schaden gekommen. Die Kinder wurden vorher säuberlich entfernt. Seht ihr das? Kein Kind mehr da. So, bitteschön.